Mit dem RV 91 schauen wir uns heute den neuen Tourenklapphelm von HJC an. Wir packen ihn aus, wir sprechen drüber und wir probieren ihn natürlich auch mal auf. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helmexpress Product Test begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir schauen uns heute den RV 91 an. Ich habe ihn hier und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal. So sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir auch nochmal das RV-Logo oben groß drauf. Dann sieht das so aus. Also wirklich sehr, sehr hochwertig verpackt, muss man an der Stelle sagen. Dann kann ich das hier rausnehmen. Hier seht ihr dann zum einen, wie schön das auch nochmal gepolstert ist. Das kommt zur Seite. Eine kleine Schachtel, die können wir auch aufmachen. Und wir haben hier die Anleitung. Und sonst ist hier an der Stelle nichts weiter drin. Dann haben wir hier den Helm, auch mit dem RV-Logo oben drauf. Auch der kommt an die Seite. Und wir haben in der Verpackung Schaumstoff und, es ist jetzt angeklebt, die Pinlock-Linse. Die klebt hier auch ebenfalls. Die ist also direkt mit dem Lieferumfang enthalten. Okay, dann schauen wir jetzt mal rein. Der Stoff vom Helmbeutel fasst sich im Übrigen sehr cool an. Das ist so ein Art Neoprenmaterial, würde ich sagen. Können wir das aufziehen? Sogar mit HJC-Logos hinten an den Bandenden. Und ich habe mich heute für eine ganz, ganz dezente Farbe entschieden. Nehm mal ehrlich, also der ist so frisch reingekommen, da war ich froh, überhaupt einen zu bekommen in meiner Größe, damit ich ihn auch gleich für euch entsprechend aufsetzen kann. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, sind aber auch schon alle Dekore da oder kommen jetzt in nächster Zeit rein. Deswegen klickt euch da gerne mal auf unserer Homepage durch und schaut euch das an. So sieht er erstmal aus. Schön sportlich gehalten, aber auch ja, gleichzeitig dezent, sage ich jetzt mal. Also wirklich ein zeitloses Design. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also schön. Erstmal vorweg, wir haben hier natürlich die neueste Helmprüfnorm, die erfüllt wird, die ECE 22.06. Und der Helm kommt mit 5 Jahren Garantie. Beziehungsweise korrekterweise eigentlich sogar mit 7 Jahren ab Herstellung oder 5 Jahren ab Verkauf, je nachdem, was eher eintritt. Also auf jeden Fall eigentlich für das ganze Helmleben haben wir hier eine gescheite Garantie drauf. Und das ist natürlich sehr cool, okay. Wir haben hier natürlich erstmal den Klappmechanismus, den wir hier rüber steuern können. Dann klappt das Ganze butterweich auf. Also muss ich wirklich sagen, also der Visiermechanismus, der ist mal richtig butterweich. Also und man muss dazu sagen, wir haben natürlich immer die Situation in den Videos, dass ich den Helm nicht auf dem Kopf habe, beziehungsweise zumindest am Anfang nicht. Das wird gleich, wenn ich ihn auf dem Kopf habe, nochmal besser funktionieren. Die Außenschale besteht auch aus einem neuen Material, nämlich PIM Evo. Das ist ein Verbundstoff, also ein Glasfaserverbundstoff, auch mit Aramidfasern, mit organischen Leinenfasern und weiterem, was HJC da eingeflochten hat, passt in meinen Augen. Wir haben hier 1700 Gramm, beziehungsweise with optional parts, also mit Zusatzteilen, ich denke, da geht es um die Pinlock-Linse, 1738 Gramm in der Größe L. Hatte eigentlich eine Größe M bestellt, denn ich habe Größe M normalerweise. Gut, dann müssen wir das gleich nur bei der Aufprobe berücksichtigen. Angeboten wird der Helm im Übrigen von den Größen XS bis 2XL. Max Vision Pinlock Visier haben wir hier, haben wir auch schon gesehen, dass die Linse gleich mit im Lieferumfang enthalten ist. Auch die Mechanik, richtig schön. Was mir aufgefallen ist, das Ganze ist hier ein bisschen breiter. Ich gehe mal dahinter weg, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Also es steht hier so ein bisschen raus, aber okay. Dafür läuft es halt richtig, richtig schön. Sonnenvisier kann ich hier rüber steuern. Hier unten. Natürlich auch mit UV-Schutz das Sonnenvisier. Wir haben hier an der Seite im Übrigen die Vorbereitung für das Smart HJC, also das HJC-eigene Freisprechgerät, was in Zusammenarbeit mit Sena entwickelt wurde. Weil ich oft die Frage kriege, ey, soll ich denn das nehmen, was gedacht ist? Auch bei anderen Helmen, wie zum Beispiel hier bei den Schubert-Modellen. Macht das Sinn, das zu nehmen, was dafür konzipiert ist? Oder nehme ich doch besser ein externes? Ich habe vielleicht sogar ein externes Freisprechgerät. Schwierig. Also grundsätzlich bin ich immer Fan davon, wenn ein Einbaugerät verfügbar ist, dann das auch zu nehmen, weil dann natürlich die Akustik optimiert ist, da sitzt alles an der richtigen Stelle, ich sehe keine Kabel, vor allen Dingen auch das Gleichgewicht des Helms ist darauf ausgelegt, denn ja, die Aerodynamik ist darauf ausgelegt, also ich werde nie so eine gute Aerodynamik und auch das Gewichtsverhältnis am und im Helm hinbekommen, wie mit den Einbaugeräten. Das heißt also, wenn du dir sowieso ein Gerät kaufen willst, dann kauf dir das passende. Aber wie gesagt, bei allen Modellen, das ist genauso auch bei AGV, seht ihr hier unten vielleicht den Tour Modular, die haben was zusammen mit Sena entwickelt, mit Cardo entwickelt.
Das würde ich da an der Stelle genauso empfehlen. Was wir uns jetzt auf jeden Fall auch noch anschauen müssen, ist, wenn wir das Ganze nochmal hochklappen, dann haben wir hier einen roten Hebel. Können wir hochschieben. Und jetzt ist da eine Sperre drin. Wir können das Ganze jetzt nicht mehr zuklappen. Selbst wenn ich hier oben dran ziehe, es klappt nicht zu, weil eben dieser Riegel drin ist. Hier steht auch J drauf, hier steht ein P drauf. Hier kann ich das nämlich mit entriegeln. Das Ganze ist die PJ-Homologation. Das hat zur Folge, dass das Ganze eben nicht einfach runterklappen kann. Und so dürfen wir den Helm auch in aufgeklappter Form im Straßenverkehr nutzen. Ohne PJ-Homologation ist das bei Helmen nicht erlaubt. Nochmal zurück zur Sonnenblende. Dort kann man jetzt nämlich einstellen, wie weit die vom Gesicht entfernt ist. Das hat nämlich zwei Punkte, nämlich zum einen, wie ist dein Gesicht geformt und ist es dir vielleicht sonst einfach zu nah oder stößt gar an. Und auch zumindest, wenn du Brillenträger bist, dann ist das natürlich auch eine schöne Sache, wenn eben die Brille genug Platz hat. Denn für Brillenträger ist dieser Helm selbstverständlich auch geeignet. Denn das ist einfach ein Tourenhelm, der soll den ganzen Tag komfortabel auf deinem Kopf sitzen. Sehr schön abgeschlossen. Hier auch kommt die Recheneinheit vom Freisprechgerät rein. Schöner Kunstlederabschluss hier mit Neopren. Schaut mal, wie weit das hier um die Kinnlinie rumgeht. Dann Mikrometrik-Ratschenverschluss. Hier ist der Schieber, den wir uns angeschaut haben für die Sonnenblende. Hier kommt dann eben die Bedieneinheit fürs Freisprechgerät rein. Kinnwindabweiser. Also das passt in meinen Augen sehr gut. Die Belüftung hat man ebenfalls neu gemacht, nämlich das ACS-Belüftungssystem. Das heißt also, wir haben hier Windkanäle, ist das richtig? Nee, Belüftungskanäle in der Helmkalotte drin, also in der Helmschale, sodass quasi wir überall am Kopf vernünftig Luftzufuhr haben. Kinnbelüftung können wir so öffnen, zack. Und wir haben natürlich hier oben nochmal eine flache Belüftung. Und die Entlüftung können wir hier hinten steuern, dann entlüftet das hier auch unterm Spoiler. So sieht das aus. Ich werde den RV 91 jetzt mal aufsetzen. Wie gesagt, er ist eine Größe L, ist mir also aller Voraussicht nach zu groß. Erstmal fällt mir auf beim Mikrometrik-Ratschenverschluss. Wie geil ist das denn hier gemacht? Das ist komplett alles Metall. Zeige ich euch mal. Also richtig, richtig schön gemacht. Wird mir also eine Nummer zu groß sein. Müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Schließt den Kopf erstmal richtig schön ein. Das gefällt mir gut. Mach mal zu. Oh, das fühlt sich schon echt wertig an. Ja, also er ist ein bisschen groß. Ja, sitzt aber schon ganz okay. Sitzt ganz okay. Ja. Nee, fühle mich richtig gut eingeschlossen. Nehmt ruhig eure normale Größe. Nur eben, wenn er zwischen zwei Größen steht, dann nehmt die größere. Kinnwindabweiser, hier der schöne Abschluss. Ich muss natürlich, müsste den Riemen einfach nochmal enger machen, ganz klar. Visier. Sonnenvisier, schön hier, keine Lücke. A. Könnte dann hier das Smart HJC bedienen, passt auch gut von der Position her. Lass uns mal schauen bezüglich der Belüftung. Und hier. Und schaut mal, wie schnell das Visier beschlägt, wenn man keine Pinlock-Linse drin hat. Also das ist schon immer Wahnsinn und es macht einen riesen Unterschied. Zum Glück haben wir hier die Pinlock-Linse gleich mit dem Lieferumfang enthalten. Ja, RV 91, schöner Nachfolger vom RV 90S, finde ich. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Und euch allen wünsche ich natürlich eine gute Saison. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao.